Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower. Wir müssen ganz leise sein, weil der frustrierte Kettensäger, naja, sagen wir es mal so, der patrouilliert immer noch hier die Gänge ab. Wir stecken hier immer noch unterm Bett fest. Boah, und ich weiß echt nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Weil ich höre die ganze Zeit seine Schritte. Der weiß, dass wir hier sind. Wir haben jetzt nämlich das Gas abgestellt und wir müssen jetzt einfach nur noch fliehen vor dem. Aber der ist einfach immer noch da draußen. Man hört es ja. Ich höre die ganze Zeit seine Schritte. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Oh, Kacke, jetzt kommt er wieder näher dran, ey. Ey, ich komme hier niemals weg. Ist einfach so. Oh. Da vorne war irgendwo eine Platte, ne? Ich glaube in der Mitte dieses Ganges. Ey, wir müssen fliehen, weil sonst stecken wir hier für immer und ewig fest, ne? Oh. Aber der geht einfach nicht weg. Der ist einfach die ganze Zeit hier. Der will uns einfach kriegen. Der will uns einfach, naja, vernaschen. Kurz gesagt halt, ne? Und wir müssen halt, das Ding ist halt, wir müssen jetzt auch ins Gefängnis gehen, weil wir halt, naja, das Gas abgestellt haben und der sägt schon wieder an irgendwas herum. Was sägt der denn da die ganze Zeit? Das hat er auch schon in der letzten Folge gemacht. Ich weiß es einfach nicht. Hat er irgendwie Langeweile oder? Ja, das Ding ist, wir müssen jetzt zum Funkgerät ins Gefängnis kommen und wir müssen erstmal generell zu Gefängnissen kommen und das wird auch keine sichere Reise sein. Ich weiß überhaupt nicht. Oh. Ich gehe. Ich renne es einfach. Vorbei. Oh, ich hoffe, es ist vorbei. Ich glaube aber nicht. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, das stimmt, das kann ich ja hier durch. Das hat das gar. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich jetzt im Gefängnis oder was? Alter. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir den gesehen haben. Oder? Wo sind wir denn das überhaupt? Wir sind offenbar unten. Oh, irgendjemand ist hier. Wir sind hier nicht alleine. Hä, irgendjemand rennt da draußen. Aber wer? Boah, dadurch sieht man ja gar nichts hier. Immer schön nach unten gucken. Was war das? Wurde ich von irgendwas angegriffen oder was war da los? Alter, ich habe absolut keinen Plan. Bäh, ekelhaft hier. Wir sind anscheinend jetzt wirklich auf dem Weg zum Gefängnis. Was? Wer ist denn da? Hallo? Oh, die rennen vor irgendjemandem weg, glaube ich. Okay. Darf ich die mal nicht aufhalten? Ja, der macht ein bisschen Sport dort. Alter, ich sehe hier überhaupt nichts. Ah, hier bin ich richtig, entschuldigt.
Ich bin beim Gefängnis, na sieh mal eine an. Aber ich kann mich irgendwie noch an irgendwas erinnern, wo der Typ noch aus dem Fenster geschrien hat, glaube ich. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo man den denn gesehen hat. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch, ich habe da keine Ahnung. Okay, dann müssen wir anscheinend auf die andere Seite. Vielleicht sehen wir den ja wirklich nochmal, den frustrierten Kettensäger. Der hat keine Lust mehr gehabt. Oh, wir sind im Gefängnis. Ach, da spielt jemand Basketball. Wenn du Notiz. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Okay. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1/12 heraus. Negativ 0.0833333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher. 400 Meilen in einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnung zu zahlen, unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten, nichts als AM-Radio. Gospel, Country, Western, Paranoids, Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy Cline Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien über Aliens und Geister. Na, ich glaube, über Geister sollten wir es lieber nicht mehr so, ja, Späßchen machen. Ja. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Ja. Alter, wie das da so rumbollert. Aber ich glaube, den frustrierten Kettensäger, den werden wir, glaube ich, nicht mehr wiedersehen. Oh, speichern. Hä? Hallo? Alles in Ordnung? Ach Gott, jetzt müssen wir da schon wieder rein, ey. Ja, abgeschlossen, der kam auch nicht durch. Oh, hier ist schon wieder ein Telefon, aber schon lange nicht mehr gehört. Oder besser gesagt, man hat es in Outlast 1 gehört. Ach, hier. Tja. Muss ich jetzt. Ach nee, geht ja gar nicht. Wo muss ich denn das überhaupt hin eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Da komme ich ja überall nicht hin. Und da komme ich ja auch nicht durch. Hä? Ist das irgendwie ein Fenster, wo ich hier durchgehen kann? Ach, warte mal. Was? Oh, da war jemand so freundlich. Ist das mal Füße waschen? Ja. Die hängen alle ein bisschen herum hier. Mal ein bisschen frische Luft schnappen. Kleine Raucherpause. Ja, und jetzt? Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn hier? Weiß ich, aber das ist echt keine Ahnung, wo ich hin muss, ey. Aber eine Batterie, das ist immer wichtig. Hä, jetzt muss ich da springen? Warte mal, ich werde jetzt mal gucken, was auf der Seite ist. Jetzt wischen wir zum frustrierten Kettensäger wieder zurück. Ja, nee, das ist einfach gar nichts. Ach du meine Güte. Alter, wie tief geht das denn da runter, bitte? Hä? Wo kommst du denn her? Alter, ey. Na, ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt jetzt, so.
Autsch. Oh. Oh, sind wir schon wieder im Keller unten, ey. Gibt's doch gar nicht. Boah, das wird da drinnen garantiert kein Spaß werden. Oh. Alter, warum sieht man denn hier drinnen gar nichts irgendwie? Oh nein, da gucke ich nicht hoch. Da würde mich irgendwas Böses erwarten. Oder auch nicht. Haben wir Notizen hier? Ja, ich glaube nicht so wirklich. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ich müsste das den Part beenden, ne? Oh ne, wir kommen jetzt zu dem da rein. Oh, die stimmt ja, die waren ja auch noch hier. Die Schwanzbrüder. Na toll. Was habe ich die mal genannt? Kacke, die kommen jetzt rein hier, oder nicht? Scheiße, ich glaube, die können mich sofort abstechen, ne? Kacke, wo sind die jetzt eigentlich? Oh nein. Kacke, ich weiß echt nicht, wo die sind, die Typen. Anscheinend haben die hier fleißig trainiert, wie es so aussieht. Boah, hier sieht man aber wirklich viel, du. Alter, wo sind die Typen? Hallo, Schwanzbrüder. Oh, da sind sie ja. Die kann man noch aus Outlast 1. Weil die waren, glaube ich. Folgen die mir? Wir können über alles reden. Alter, ey. Ach, warte mal. Ich will nochmal was gucken. Weil die werden wir danach nie wiedersehen. Ja, das hat sich immer noch nicht geändert. Das gute Gehänge, ja, hängt weiterhin da. Ich renn mal lieber. Alter! Boah, Hilfe, ey. Alter. Oh, nee. Die Schwanzbrüder kommen jetzt auch noch. Alter, wo muss ich denn jetzt hoch hin? Ich geh da mal, ne? Lass mich doch. Ich mach zu. Da kommst du nicht durch, wa? ich geh weg hier. Ciao. Alter. Ich dachte, wer so dämlich und kriegt die Tür nicht auf. Da habe ich mich anscheinend getäuscht. Okay, wir sind anscheinend auf dem Wachturm. Ja, toll, da kommt. Achso, andere Seite. Da muss man erstmal richtig gucken für. Was ist das denn gerade, ein Fliege? Mal erstmal zumachen. Bevor irgendwelche Schwanzbrüder hier reinkommen. Boah, Junge, ey. Notiz. Quatsch. Akte. Betreff Patient Samuel. Okay. Kurt, wir haben wieder einen, und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann, ganz hinten im Verwaltungsblock, ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch vom Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in höherer Reichweite eines angestellten Wachmannes über Rollrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskurse und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Wann ich gerade so gestottert und so pausiert vorlese. So kleine Mini-Pausen dazwischen. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen... Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß auch nicht,
über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Billings? Was meint man denn damit? Okay. Also hier. Hä? Nee, warte mal, wo muss ich denn so weiter? Ach so, natürlich. Ja. Was? Shalom? Ist es nicht Hebräisch? Shalom? Ich glaube ja. Ja, die Schwanzbrüder sind das nicht, ne? Vielleicht ist es auch der frustrierte Kettensäger, ich bin mir gar nicht so sicher. Oh, was war das da gerade? Hallo? Hä, der ist doch irgendwas weggerannt, da war irgendjemand. Bist du das gewesen? Das ist wahrscheinlich der wichtige Wachmann hier. Der hat alles im Griff. Hallo? Da ist doch jemand reingegangen. Hatte ich wieder gar nicht rein. Ich würde mal sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge, wer da drin ist. Da ist irgendjemand reingegangen, hundertprozentig. Was? Und mich erwartet schon irgendjemand. Wir gucken einfach mal in der nächsten Folge, was da auf einen zukommt. Und wir gucken einfach mal. Wir haben diese Folge schon genug Scheiße erlebt mit den Schwanzbrüdern, die man mal wieder gesehen hat nach Outlast 1. Und ja, haben uns weiterhin vor die frustrierten Kettensäger versteckt. Mal gucken, was als nächstes kommt, ne? Das wissen wir noch nicht. Bis dann, auf erstmal. Ciao, ciao.